Neuer Shop kommt jetzt hier mal wieder in wenigen Sekunden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir heute reinbekommen werden. Denkt daran, das Video zu liken und ganz, ganz wichtig, falls ihr neu seid, gerne, gerne Kanal abonnieren. Gerne auch kommentieren, habt ihr heute Feiertag oder nicht? Würde mich sehr, sehr interessieren. Aktualisiert jetzt Shop in ganz genau keinen Sekunden mehr. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Star Wars bleibt weiterhin wie gewohnt im Shop. Ich bin gespannt, für wie lange noch. Übrigens, ein Bereich wurde hier aus dem Shop gelöscht. Ein Skin, Yoda, sein Backbling, die Spitzhacke. Das wurde komplett aus dem Itemshop jetzt vorübergehend entfernt. Wegen diesem Yoda-Backbling-Bug, dass wenn man es ausgerüstet hat, einen Emote gemacht hat, wurde halt FN automatisch geschlossen. FN ist gecrashed und aus dem Grund kann man das jetzt aktuell nicht mehr kaufen. Sollte mit dem neuen Update, das wir in 5 Tagen bekommen werden, dann wieder ganz normal im Shop drinnen sein. Was auch noch drin sein sollte im Itemshop, falls ihr mich supporten wollt, denkt daran, hier unten einfach drauf zu drücken, CC rein da einzutragen. Das war jetzt gerade mega laut. Einfach rein da reinschreiben. Kuss geht raus für euren Support an alle, die eintragen und den benutzen. Der Gleiter war gerade crazy laut. Irgendwelche Star Wars Änderungen? Bis jetzt sehe ich noch keine Star Wars Änderungen. Wir haben auf jeden Fall noch gute Neuigkeiten nach dem Shop zu erzählen zum Thema Ich Billie sehe. Eilish. Gibt es neue Tracks? Nee, nee, keine neuen Tracks. Ihr bleibt tatsächlich noch weiterhin im Shop. Bis jetzt noch keine einzige Shop-Änderung gesehen. FNCS bleibt gleich. FNCS bleibt gleich. Ui, wir haben hier die erste Item-Shop-Änderung. Das ist ein cooler Skin, der Evie-Skin. Ja, ist ein sehr, sehr stabiler Skin. Ich glaube, man kann, genau, man kann die Brille abmachen und dran machen. Erinnert mich sehr, sehr stark an Ice Age. Ja, aber trotzdem sehr, sehr stabiler Skin. Lego-Variante finde ich Trash. Backbling Trash. Genau über diesen Skin werden wir übrigens gleich reden. Über den neuen Billie Eilish Skin, den ich richtig, richtig nice finde. Spitzhacken. Auch nicht so besonders. Also Skin ist hier am besten. Einzeln zu kaufen für 1, 2, 500 die Pickaxes. Das sind jetzt hier komplett andere Spitzhacken. Finde ich in Ordnung. Kann machen. Sehen witzig aus. Nur, dass es irgendwie so in den Skin reinbackt, finde ich nicht so nice. Aber ey, für 500 V-Bucks in Ordnung. Der Skin, ja, ist okay. Tausendmal schon da gewesen. Gibt es mit vielen Stilen. Einmal mit, nee, einmal mit Maske, mit Brille ohne Cap. Dann ohne Brille mit Cap-Maske. Dann ohne Maske mit Brille mit Cap und ohne nichts. Ja, ich finde, boah, schwierig. Ich glaube, ich finde das erste am besten. Ja, das erste finde ich am besten. Lego-Variante finde ich okay. Backbling würde ich sogar usen mit dem Skin irgendwie. Ist klein, stört nicht. Kann man taken. Weiter geht's. Mann, was ist denn aktuell mit Fortnite los? Warum hauen die so viel Halloween-Stuff raus? Ich sehe unter mir schon wieder Halloween. Der neue Skin ist jetzt schon 3 Tage drin. Können wir skippen? Das ist ein sehr, sehr cooler Skin. Sehr, sehr cooler Skin. Vor allem sein Backbling ist cool. Sein Erststil finde ich somit am besten. Ich finde den Skin richtig nice. Vor allem das hier, dass es so leuchtet. Richtig nice. Backbling. Warum sage ich immer wieder Backbling zu den Lego-Skins? Mann, das passiert mir in letzter Zeit richtig oft. Finde ich cool. Backbling ist aber. Das ist richtig wild. Die ist aber irgendwie noch wilder. Ist das Gesicht wieder broken? Ja, so ganz leicht broken. Ja, Lego-Variante, naja, aber Skin ist cool. Backbling finde ich auch richtig, richtig nice. Sind beide so am RGB-Leuchten? Nein, tatsächlich nicht. Nur das silberne leuchtet RGB. Boah, das ist so ein crazy Skin. Kommt auch normalerweise nur zu Halloween raus. Ist jetzt wieder am Start. Also Epic Games hat irgendwas mit Halloween gerade am Laufen. Keine Ahnung was. Das finde ich trash. Finde ich cool. Und dieses Klickgeräusch kann es Epic Games mal irgendwie reparieren. Weil die ganze Zeit, wenn ich in FN drin schimmel, es kommt die ganze Zeit so ein Klickgeräusch. Spitzhacke könnte eventuell selten sein, da ich sie nicht besitze. Und wenn schon wieder eine seltene Spitzhacke rauskommt, finde ich das irgendwie schon sehr, sehr komisch. Cooles Emote. Ja, nur der Tanz ein bisschen langweilig. Facette, richtig nicer Skin. Könnte man ein paar Skin-Stile gebrauchen, weil der Skin ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Lego-Variante finde ich trash. Backbling finde ich auch trash. Weiter geht's. Das war schon im Shop drinnen. Wieder Halloween-Sachen rausgehauen. Cooler, cooler, cooler Halloween-Skin. Vor allem, ich wette, die hauen das nur jetzt in den Shop rein, weil Lego.
Alles, was jetzt irgendwie eine Lego-Variante hat, kommt in den Shop rein. Backbling auch sehr, sehr gut. Lego-Variante auch eine 10 von 10. Sehr, sehr cooler Skin. Weiter geht's mit dem Skin. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Dunkle Variante finde ich besser. Ist okay. Backbling passt auf jeden Fall zum Skin. Spitzhacken haben sehr, sehr coolen Sound. Und die gehören übrigens zum Pasteten-Peter-Skin. Die Spitzhacke habe ich auch nicht. Season X. Sehr cooler Sound. Wenn das jetzt auch wieder selten ist, dann weiß ich nicht, was bei Fortnite gerade los ist mit Spitzhacken. Ganz ehrlich. Neuer. Oh. Ich mache Musik aus. Aha. Schon wieder was Neues. Also Musik ist entspannt, Dance ist cool, passt irgendwie zum Billie Eilish Skin. Sehr, sehr nices, neues Emote. Weiter geht's mit dem Renegade Raider der 5. Version oder so. Sehr schmackhafter Skin. Lego-Variante finde ich trash. Backbling finde ich trash. Weiter geht's mit diesem Skin hier. Ja, finde ich auch nicht so besonders. Lego-Variante auch nicht so besonders. Backbling auch nicht so besonders. Das Traurige ist, der neue Billie Eilish Skin hat einfach keine Spitzhacke bekommen. Warum auch immer hat Billie Eilish Skin, aber Hauptsache, die hat zwei Backblings bekommen. Zwei wirklich coole Backblings, aber irgendwie leider keine Spitzhacke. Spitzhacke finde ich hier nice. Ja, auch die Lego-Variante fand ich cool. Das macht übelst hier Auge. Ist creepy. Lego, ja, natürlich. Lego-Variante, jetzt sage ich auch schon zu den Ladebildschirmen. Lego-Variante, wahrscheinlich, weil die mit L anfangen. Sehr, sehr nice. Eins vier einzeln. Eins. Bruder, was ist das? Da kracht es gerade komplett bei mir in der Birne. Falls ihr bisher geguckt habt, kommentiert einfach, da kracht es oder so rein. Weil da hat es gerade schon gescheppert. Family Guy bleibt. Futurama bleibt. Das bleibt, das bleibt. Unverändert, 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 unverändert. Unverändert, unverändert. Okay. Übrigens, Billie Eilish Skin. Keine einzige Spitzhacke. Finde ich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Der Skin hat übrigens hier zwei Stile, einmal so und einmal mit Cap. Ich finde irgendwie mit Cap deutlich cooler. Dann habt ihr zum Billie Eilish Skin, kommt irgendwie morgen oder übermorgen in den Item Shop rein. Es gibt irgendwie, genau, es gibt einmal dieses Backbling hier, was richtig, richtig heftig ist. Und einmal der Hund als Backbling, verkleidet in einem Hai-Kostüm. Sehr wild. Aber sehr, sehr schade, dass es keine Spitzhacken gibt. Aber ey, Hauptsache Instrumente. Klar, Musikerin, ich weiß, aber Spitzhacke wäre schon gut gewesen. The Weeknd hatte eigentlich, ich glaube, bis jetzt hatte jeder eine Pickaxe. Hatte Lady Gaga eine Pickaxe? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber es gab noch eine andere Änderung. Und zwar bekommen einige von euch V-Bucks zurück, die sich ein bestimmtes Item gekauft haben. Und zwar, ganz genau das hier wurde von 700 V-Bucks auf 400 V-Bucks reduziert. Das heißt, habt ihr das Ganze euch für 700 gekauft, bekommt ihr dann eure V-Bucks zurück. Startet mal Fortnite und schaut, ob ihr V-Bucks habt. Ansonsten, das ist hier das komplette Billie Eilish Bundle. Hatte ich euch bereits schon komplett gezeigt gehabt. Ist wirklich ein sehr, sehr nice Paket. Skin cool, Backbling cool, Hund cool. Und das ist halt das Einzige, was ich trash finde. Dieses musikalische Zeug finde ich jetzt eher unspektakulär. Dann kostenlos für alle. Ganz, ganz wichtig, dieses Wochenende am Sonntag wieder auf der Competitive-Seite 30 Minuten lang Fortnite schauen. Und dann bekommt ihr dieses kostenlose Spray. Ansonsten checkt die Beschreibung, habt den angepinnten Kommentar. Für günstige Spiele, günstige PSN-Karten gibt es alles günstiger. Checkt es ab und ansonsten denkt daran, den CC rein da im Itemshop einzutragen. Damit supportet ihr mich. Kuss geht raus an alle, die mich immer supporten.